Mein Name ist Mira Müller-Steinmann, ich bin leidenschaftliche Dressurreiterin und zu mir gehören 3 Pferde, ein Hund und mittlerweile mein eigener Stall. Wenn ich morgens ins Stall komme, ist der erste Blick eigentlich immer auf die Weide, weil ich mache das ja noch nicht so lange hier alleine, aber bin einfach super happy darüber, meinen Pferden das ermöglichen zu können, weil Haltung für mich einfach oberste Priorität hat und ich das jetzt in meinen eigenen 4 Wänden quasi endlich umsetzen kann. Moin Mädels! Hi! Cool, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen, hier in der Nähe von Kiel. Ich freue mich mega auf den Tag. Mira, ich würde dich direkt mal kurz entführen und dir ein paar Fragen stellen, wenn das okay ist. Josephine, zu dir kommen wir später. Magst du mir einmal kurz auf den Mantel holen? Ja, mach ich. Ja, das kann ich verstehen. Was ich mich direkt gefragt habe, Mira, wie bist du denn überhaupt zu den Pferden gekommen? Ich glaube, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Den einen habe ich ja schon seit fast 10 Jahren jetzt. Die anderen beiden kamen dann dazu, weil ich einfach Lust habe, da mehr zu machen. Mhm. Du sprichst da Samba an, richtig? Den hast du am allerlängsten. Genau, Samba habe ich jetzt im April dann 10 Jahre und habe mit ihm auch eigentlich so gut wie alles zusammen gelernt. Wie war denn euer Beginn? Wie seid ihr denn zusammengekommen? Ich habe Samba damals tatsächlich ganz klassisch über E-Horses gefunden. Damals als Minderjährige war das natürlich nicht ganz so einfach, sich mal eben ein Pferd zu kaufen. Da hat meine Oma mich wahnsinnig doll unterstützt und hat es auch so lange, bis ich es dann selber konnte. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Kleine Mira, total pferdeverrückt und wollte unbedingt ein eigenes Pferd und ist immer bei Oma vorbei und hat dann gefragt, bitte, bitte? Oder wie lief das? Nee, tatsächlich nicht ganz so schön, wie man sich das jetzt vorstellt, sondern es war so, dass ich mit meinen Eltern tatsächlich oder mit meiner Mama über das Thema eigenes Pferd in Zusammenhang mit einem Umzug gesprochen habe und letztendlich meine Mama dann noch ein bisschen kalte Füße bekommen hat und meine Oma dann die Initiative ergriffen hat, weil sie dachte, dass das für mich bestimmt gut ist, auch als Scheidungskind, dass ich da Unterstützung habe. Also so ein bisschen negativer Beigeschmack, aber letztendlich ja mit einem positiven Hintergrund. Wie dankbar bist du deiner Oma? Kann man das überhaupt in Worte fassen? Ich denke nicht, nein, aber ich glaube, das weiß sie. Und wie ist es heutzutage so bei deinen Eltern? Du hast gesagt, da haben sie dich nicht so sehr unterstützt im Vergleich zu deiner Oma. Mhm. Aber mittlerweile, wie ist das so? Wie finden die das, dass du jetzt hier sogar einen eigenen Stall gepachtet hast? Es hat tatsächlich sehr lange gedauert, gerade bei meinem Vater, der nämlich die Pferde immer mit Sesshaftigkeit verbunden hat, gesehen hat, dass ich halt kein Auslandssemester mache. Und die verstehen halt einfach nicht so viel davon. Aber das, was sie verstehen können, mein Papa vor allem, der sieht halt, dass ich ja auch irgendwo viel Erfolg damit habe und deshalb ist er, glaube ich, mittlerweile sehr stolz. Konnte es lange nicht zugeben. Und kleiner. Jawohl. So, gut so. Ja, super. So, das ist richtig. Und ganze Bahn. So, und weiter, weiter. So, richtig. Herr Heinz, Sie sind ja jetzt Miras Trainer. Wie kam es denn überhaupt dazu? Wir haben uns vor 2,5 Jahren haben uns getroffen und dann wurde es immer mehr. Wenn man sieht, dass ein Schüler da reinpasst in diese Riege, wo wir hin wollen, dann muss man noch mehr dahinter gehen und dann so sind wir in das Gespräch gekommen. Warum passt das denn so gut bei Ihnen zwei? Das kann ich nicht sagen. Das weiß sie wohl am besten, glaube ich. Aber das hat von Anfang an gestimmt. Was zeichnet dieses Paar aus? Was würden Sie da sagen? Sie hat den übernommen, sie hat den ausgebildet, aber sie hatte nie gedacht, dass der so gut nach oben geht. Waren Sie bei dem 2-Sterne-Esserfolg mit dabei? An dem Sonntag leider nicht. Ich war den Tag vorher bei der Essverrichter. Mhm. Wie war sie denn da so drauf vorher? War sie nervös? Ja, sie ist manchmal, das ist leider aber normal für das Alter auch. Sie wird man schon ein bisschen nervös. Man denkt, man macht alles falsch. Mhm. Aber Fehler müssen wir ja alle machen, damit wir besser werden. Daraus lernt man am Ende. Ja, das geht ja nicht anders.
Was hast du denn von ihm vielleicht gelernt? Geduld. Ich bin eigentlich ein sehr, ja, hektischer Mensch. Ich mache gerne viel gleichzeitig und immer alles gerne sofort. Und ja, wenn ich da auch mit ihm eine neue Idee habe, würde ich es auch am liebsten, weiß ich nicht, am selben Tag nochmal reiten. Aber das geht natürlich nicht. Da bin ich immer sehr auf ihn bedacht. Aber ja, ich glaube, Geduld ist das, was er mir am meisten beigebracht hat. Samba begleitet dich ja die ganze Zeit. Was schätzt du an seinem Charakter denn besonders? Also ich meine, er ist auf jeden Fall leistungsbereit. Ich meine, sonst hättet ihr das nicht geschafft. Er ist super talentiert, hat eine gute Abstimmung. Aber was ist so, was gute Abstimmung hat er gar nicht. Nee. Das ist auch so ein bisschen das, was ihn, glaube ich, auszeichnet. Wahnsinn. Der hat keine eingetragenen Papiere. Das ist ja ein Weideunfall nicht, aber auf jeden Fall eine private Können-wir-mal-Anpaarung. Und da ist sogar ein bisschen Friese drin, also so eigentlich was man gar nicht unbedingt in der Dressur haben will. Nichtsdestotrotz fällt der, glaube ich, überall auf und kriegt da sehr viel positive Resonanz. Was ihn charakterlich ausmacht, das ist halt ein richtiger Kämpfer. Der hat da echt Bock drauf mittlerweile, das war nicht immer so. mittlerweile hat er richtig Bock, was zu tun und fordert das auch ein. Und ja, ein mutiges Pferd zu haben, das auch einfach Bock drauf hat, ist natürlich richtig schön. Ich habe eine Videobotschaft für dich von deinem alten Trainer, der Samba und dich ganz lange begleitet hat. Und ich glaube, das hören wir uns mal zusammen an. Hallo Mira. Ich durfte dich ja einige Jahre hinweg als Trainer begleiten. Was bei mir besonders hängen geblieben ist, du hast von Anfang an immer und kompromisslos das Wohl deines Pferdes über alles andere gestellt. Eine weitere Tugend, die sicherlich mit ursächlich für deinen Erfolg ist, ist deine Bereitschaft, zuallererst an dir selbst zu arbeiten. Dein leidensvoller Gesichtsausdruck, wenn ich noch mehr sportliche Fitness von dir gefordert habe, dich wieder mal ohne Bügel habe reiten lassen, der Klassiker, habe ich noch vor Augen. Ich wünsche dir weiterhin maximalen Erfolg, den du mit Sicherheit haben wirst. Alles Gute, bis bald. Viele Grüße an Samba, Nala und alle, die mich kennen. Mach's gut. Super süß, oder? Wie ist es dann, ihn jetzt so zu hören? Auch super schön und weckt natürlich viele Erinnerungen, weil wir heutzutage ja nicht mehr so viel Kontakt haben. Und ich will mich auch bei euch bedanken, dass ihr das gemacht habt. Das ist wirklich für mich eine super schöne Erinnerung und weckt viel in mir und bewegt mich auch, mich nochmal bei ihm zu melden, mich persönlich zu bedanken und vielleicht wieder in regelmäßigeren Kontakt zu kommen. So Mira, wir sind an deinem Lieblingsort, würde ich sagen, bei deinen Pferden. Zwei haben wir hier, Samba und Dino. Der drängelt sich auch gerne in den Mittelpunkt, oder? Ich wollte gerade sagen, ich will nicht, dass man auf dich guckt. Du hast dich nicht nur um ein Pferd, sage ich mal, verstärkt, sondern direkt um zwei. Wie bist du denn zu Dino gekommen? Ja, tatsächlich stand auf meiner To-Do-Liste für 2021 ein Pferd kaufen. Es waren dann doch zwei. Bei Dino war tatsächlich ursprünglich die Überlegung, dass ich gerne ein Springpferd gehabt hätte, weil ich da gerne weiterkommen würde. Im Dressursport, würde ich sagen, bin ich ja schon relativ weit gekommen. Und im Springen wollte ich mich halt einfach mit meinen eigenen Mitteln, sag ich mal, mit eigenem Pferd und freien Entscheidungen weiterentwickeln. Aber mein Herz ist dann irgendwie nach super nettem Kontakt mit den Züchtern doch an ihm hängen geblieben. Letztendlich ist es dann doch ein, ja, Dressur-Youngster durch und durch geworden. Okay, aber ist denn dein Ziel, dass du so ein bisschen mit dem Stangenarbeit und ein paar kleine Sprünge und sowas auch machen willst? Oder? Auf jeden Fall, wenn er sich da gut anstellt, auch mehr und regelmäßig. Aber wenn man mal ehrlich ist und sich seine Statur anschaut, dann ist er definitiv eher Dressur als Springpferd. Was macht ihn denn so charakterlich aus? Also er hat ja hier auch alle im Griff, ist neugierig. Wie würdest du ihn noch beschreiben? Der ist wirklich sehr, sehr freundlich und aufgeschlossen immer und sonst eher vorsichtig, ein kleiner Hasenfuß, aber halt immer brav dabei. Also während Samba zum Beispiel halt immer mal gerne Konter gegeben hat, ist Dino da sehr zurückhaltend und bis jetzt sehr brav. Wie fühlt er sich denn unterm Sattel an? Der macht echt richtig Spaß mittlerweile. Nach dem Probereiten hatte ich jetzt nicht so das typische oder wünschenswerte Aha-Erlebnis, dass ich dachte, oh Gott, der ist es, der ist gut. Aber mittlerweile sehr gut, sehr fein. Und das ist halt auch genau das, was ich gerne mag. Also ich mag es lieber, wenn die ein bisschen spritziger sind und man da sie quasi über Ruhe zurückkriegt. Wo würdest du sagen, befindet ihr euch gerade
Ja, auf welchem Level, woran arbeitet ihr gerade? Der ist jetzt ja 5 geworden dieses Jahr und so haben wir es auch ausbildungstechnisch, sag ich mal, jetzt gehandhabt. Ich arbeite den nicht viel, also so 4-mal die Woche und da auch nur 2-mal richtig ambitioniert, sag ich mal, aber das auch immer in kurzen Sequenzen und der geht jetzt Richtung L-Niveau. Also ich würde gerne Dressur für der L demnächst auch mit ihm reiten. Das wird bestimmt mega cool. Und dann hast du noch ein ganz kleines Baby in der nächsten Mal. Das ist dein Küstengold. Wo ist er denn hin? Sollen wir mal zu ihm rübergehen? Na klar, na los. Was hat dich denn direkt überzeugt, als du ihn gesehen hast? Ich habe das Ganze tatsächlich sehr rational angegangen. Also ich habe mir viele angeschaut und gerade Samba bestätigt, dass man auf Papier nicht reiten kann. Und dementsprechend habe ich auch danach gar nicht geschaut. Also da habe ich mir echt schnell angeguckt, die vom Papier her richtig toll waren, aber sich gar nicht so dementsprechend bewegt haben. Und er hat sich sehr gut bewegt und deshalb ist er es dann geworden, obwohl andere vielleicht eine viel bessere Abstimmung gehabt hätten. Und er war ja super roh, als er hier angekommen ist. Wie machst du das jetzt? Wie bist du vorgegangen? Er kannte das ja noch nicht einmal, am Kopf gestreichelt zu werden. Ja, immer intuitiv. Also ich habe einfach über die Jahre mit Pferden die Erfahrung gemacht, dass es einfach keinen Plan A gibt und man einfach 10.000 verschiedene Pläne braucht. Und dass der zum Beispiel heute so kuschelig ist, ist für mich halt einfach eine Riesenbestätigung dafür, dass das alles geklappt hat. Er ist grundsätzlich manchmal noch ein bisschen skeptisch, aber insgesamt einfach ein super liebes Pferd, das irgendwo auch mutig ist und sehr häufig über seinen Schatten springt, weil er eben, wie gesagt, erst seit einem knappen Jahr unter Menschen ist. Ich werde es mit meinem Youngster ein bisschen Aufsteige-Anfänger üben, also quasi die Basics so wie rüberlehnen und mal schauen, wie er das macht. Das haben wir bisher erst ein einziges Mal probiert und das ist eine ganze Weile her, also mal gucken, was passiert. Das ist mir ehrlicherweise sogar lieber, viel alleine zu machen, weil ich da nicht jemandem sagen muss, was er machen soll oder wo er vielleicht auch im Weg steht. Deshalb mache ich viel einfach alleine und schaue einfach, wie er reagiert. Und außerdem habe ich dann auch die Konzentration voll bei mir von ihm und kann das in Ruhe einfach mal machen. Oh. Fein, alles gut. Komm mal her. Gut. Super. Und so mache ich das auch immer am liebsten, dass es einfach entspannt ist für die Pferde, er jetzt eigentlich total abgelenkt ist und ich hier einfach ein bisschen sogar jetzt die Füße oben habe und es ihn überhaupt nicht interessiert. Ich bin total zufrieden. Das war jetzt das zweite Mal, dass wir das gemacht haben und das erste Mal, dass ich wirklich mein volles Gewicht auf seinem Rücken hatte. Und es hat ihn ja wirklich überhaupt nicht interessiert, also besser hätte es eigentlich laufen können. Was ist denn so dein langfristiges Ziel mit ihm? Ursprünglich sollte er ja mal in Sambas Fußstapfen treten. Ich glaube, das kann Dino jetzt auch ganz gut übernehmen. Und da er ja aktuell noch etwas klein ist, ist er ja von der Größe her als auch von der Abstammung doppelt veranlagt. Und vielleicht hat er ja auch ein bisschen mehr Lust auf Springen. Schauen wir mal. Was hat er gerade für ein Stockmaß? Knapp über 1,60 und der ist ja auch gerade erst kastriert worden. Dementsprechend mal gucken, ob da noch ein bisschen was kommt. Du machst ja auch viel am Boden mit ihm. Was übt ihr da gerade? Ja, auch da finde ich, gibt es keinen Plan A oder B. Ich gewöhne ihn natürlich parallel auch schon ein bisschen an Ausrüstung und so und habe auch gar kein Problem damit, auch mich früh mal raufzusetzen jetzt demnächst, solange das halt alles langsam ist. Und ich bin halt der Meinung, wenn man alles früh ganz vorsichtig lernt, dann ist das Pferd später umso entspannter. Ansonsten habe ich mit ihm ein bisschen Verladetraining gemacht und ja, spazieren gehen, alle Basics ein bisschen geübt. Da freue ich mich schon drauf, wenn du uns mal zeigst, wie du da vorgehst. Da können wir bestimmt alle noch was lernen. Machen wir. Mira, das ist ja auch eine Menge Arbeit hier. Du hast dein Studium noch, dann hast du deinen Freund. Ihr seid schon seit über 5 Jahren zusammen. Dann die Pferde, eigener Hof. Wie machst du das alles? Gute Frage. Aktuell hat der Tag auf jeden Fall zu wenig Stunden. Ich schreibe ja gerade noch meine Bachelorarbeit, also beende mein Studium gerade. Und wenn ich damit durch bin, habe ich auch endlich so viel Zeit für die Pferde und den Hof, wie ich es gerne hätte. Aktuell
musste einiges mal ein bisschen warten, aber ja, Schlaf kommt dann danach wieder dazu. Dann hast du einen Bachelor in VWL. Genau. Das ist ja auch was, womit man echt was anfangen kann, oder? Könnte, ja. Also ich habe das ja erstmal nicht vor. Für mich war halt wichtig, was Handfestes zu haben, dass ich halt quasi ja, eine Rücklage habe, falls ich das Social-Media-Ding mit den Pferden kein Geld mehr verdienen kann, das nicht mehr mein Beruf ist. Und dann hätte ich eben noch was Handfestes in petto, aber erstmal ist es dann durch. Und apropos Social Media, da habe ich noch was für dich. Ja, her damit. Aha. Cool. Mira Klippmer Horsruth steht dir auch ganz gut, würde ich sagen. Danke, ebenso. Genau. Und ja, ich würde sagen, du hast hinten was draufstehen, ich habe vorne was draufstehen. Dreh dich doch mal um, dass man das auch in der Kamera sieht. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Also, zu Gast bei waren wir heute bei dir. Von Klippmer Horse mit Bester Samba und Mira. Und jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für euch, nämlich für Teil 2 muss Mira für uns einen kleinen Teaser machen für Social Media. Und wenn ihr den Hashtag Bester Samba sucht, dann findet ihr alles zu Teil 2. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal.